Ich würde Ernst Jüngs Family beschreiben als... Das ist einmal immer bunt. Modern. Großartig. Ehrlich. Strukturiert. Zukunftsfähig. Immer bereit für Veränderungen. Aber auch immer mit Herz. Aufrichtig. Kunterbunt. Sympathisch. Familie, ne? Freundschaft. Die beste Entscheidung meines Lebens. Sehr kundenfreundlich. Familie, Preis und Qualität. Verantwortungsvoll. Authentisch. Bodenständigkeit. Tradition. Freies Arbeiten. Also die Wertschätzung. Einfache, schnelle Entscheidungen treffen. Verlässlichkeit. Zukunft. Familiäres Miteinander. Wenn wir Gespräche führen, dann auf Augenhöhe. Wir sind alle fröhlich, bunt und sympathisch. Offen allen gegenüber. So logisch. Ich für mich persönlich finde es einfach toll, dass wir wertschätzend sind, dass wir den Menschen achten. Die Mitarbeiter identifizieren sich mit der Firma und stehen dann auch hinter der Firma. Wenn ich sagen würde, welche Eigenschaft alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Ernst Jüngs Family vereint, dann würde ich sagen, auf jeden Fall eine weltoffene Haltung. Eine gewisse Grundhaltung, dass man Dinge positiv sieht. Finanzen ist für mich gut. Sie sind immer auch glücklich und auch lachen. Und darum ich auch lache. Unglaublich wertschätzend, aber auch mit einem gewissen Drive und einem gewissen Erfolgshunger. Der Name sagt es ja, Family. Das ist, dass die Firma für die Familie, für die ganze Familie da sein muss. Das Gefühl, dass man zusammen etwas voranbringt. Ich arbeite schon 30 Jahre für Ernst Jüngs Family und deswegen auch eine sehr starke emotionale Bindung. Das sind keine kurzweiligen Mitarbeiter, die eine Saison bleiben und dann wieder gehen, sondern seit 15 Jahren kenne ich tatsächlich die Menschen, die in diesem Unternehmen arbeiten und dafür brennen. Und das finde ich ganz toll. Das Beste, was mir in meinem Leben passiert ist, ist, dass ich zwei wunderbare Kinder habe und dass ich bei Ernst Jüngs Family arbeiten darf. Man kam immer zu freuen. Also die Bemühungen hier auch aus der Führung, das familiär zu gestalten, so muss man sagen, das ist ein Unterschied, der den Unterschied auch macht und der auch Kraft gibt. Diese Loyalität, ich bin ja seit so vielen Jahren dabei und ich weiß ja, dass andere auch so lange schon dabei sind und das ist einfach schön. Die Eigenschaft von allen Mitarbeitern ist vor allem das selbstständige Arbeiten, was uns allen sehr gefällt und natürlich auch das Miteinander. Der Freiheitsgrad und auch das agile Arbeiten, das ist schon etwas, was in meiner Wahrnehmung die meisten Menschen sehr zu schätzen wissen. Das gegenseitige Verständnis, die tolle Zusammenarbeit, das Untereinander, der gemeinsame Wille, Dinge nach vorne zu entwickeln. You know for sure, if, even if you are in a difficult situation at Ernst Jüngs, there will be somebody who can give you a solution to it. Und diesen Family Spirit, den spürt man tatsächlich in der ganzen Region. Und das Schöne daran ist ja, dass man der eigenen Familie auch mal die Pest an den Hals wünschen kann und trotzdem unglaublich loyal zusammensteht. Das ganze Unternehmen, wenn ich das beschreiben würde, es ist durchgängig anständig, es ist durchgängig unpolitisch und es ist durchgängig leistungsorientiert. Und das mit so einer fröhlichen Haltung kann natürlich nur dazu führen, dass man Erfolg hat. Die Ernst Jüngs Family hat immer noch eine einzigartige Stellung im deutschen Handel, weil sowas gibt es in der Form nicht. Gerade auch mit Externen, die die Firma das erste Mal besuchen, die betreten unser Unternehmen und merken sofort, da ist ein besonderer Geist, wirklich ein besonderer Spirit auch vorhanden. Ich bin 30 Jahre im Unternehmen gewesen und der letzte Tag bei Ernst Jüngs Family war geprägt auch von Emotionen, weil es nicht einfach war zu gehen, aber ich bin nicht ganz raus aus der Firma. Auch diese Vielfältigkeit der Nationen, der verschiedensten Herkünfte wird bei Ernst Jüngs Family sehr intensiv gelebt. Das Gefühl hatte ich von Anfang an. Ernst Jüngs hat auch bei den Shows schon Diversität gezeigt, bevor das so ein Riesenschlagwort war, was überall breitgetreten wurde. Das habe ich schon vor 11 Jahren hier so kennengelernt. Und das ist Ernst Jüngs für mich. Eine offene, große, glückliche Familie, die einfach, ja, glücklich macht. Also es ist wirklich kunterbunt bei uns in der Firma. Das ist eben halt auch unser Slogan. Trotz alledem verständigen wir uns alle sehr gut und das Miteinander fällt einem auch sehr einfach und sehr leicht. Wir haben eine sehr offene Kommunikation miteinander, sehr transparent, auf Augenhöhe. Ich bin zwar eine Führungskraft, aber trotzdem finde ich es wichtig, dass diese Mitarbeiter auch gern zur Arbeit kommen und Spaß haben und auch mal was von zu Hause erzählen können, dass man denen auch mal zuhört. Man kann Ideen haben, egal in welcher Position man ist. Man kann überall mitgestalten. Weil ich einfach so sein kann, wie ich bin. Und das gefällt mir sehr an meinem Beruf.
Bei uns gibt es keine Grenzen über Hierarchieebenen oder unterschiedliche Bereiche. Dass jeder wirklich für sich weiß, ich bin hier wichtig im Unternehmen und trage meinen Teil zum Erfolg bei. Gerade die Verkäuferinnen sind ja eigentlich das Aushängeschild für die Ernstings Family. Ein guter Arbeitstag zeichnet sich aus, indem ich nette Kunden habe, die hier zufrieden rausgehen und glücklich sind. Dann bin ich auch glücklich. Man ist als Kundin Königin und fühlt sich wohl. Wir nennen es meine Filiale. Wir haben auch keine Hierarchien in den Filialen. Wir haben keine Filialleiterinnen, sondern die 4, 5 Damen, die eine Filiale erarbeiten, die sind gleichberechtigt. Das merke ich jeden Tag, wenn ich in den Filialen unterwegs bin, dass es als eigener Shop oder eigener Laden eben angesehen wird. Weil bei uns alles Hand in Hand läuft. Jeder hat seine Aufgaben, es funktioniert alles, die Abläufe funktionieren reibungslos. Also wirklich jetzt jedem Mitarbeiter klar ist, dass er in der Lage ist, auch selber Dinge zu gestalten, aber auch diese Verantwortung übernehmen muss, natürlich Dinge zu gestalten. Und das machen Sie voller Liebe und Hingabe. Also Ernstings Family in Bezug auf Mode steht vor allem für Qualität und immer einen fairen Preis. Ich finde am besten bei Ernstings Family, dass halt so ein Rundumpaket da ist, dass Kinderkleidung da ist, Erwachsenenkleidung für Männer, Frauen. Und es wird immer mehr und immer vielfältiger. Das ist immer bunt, fröhlich, aber auch immer modern. Auf welche Trends fahren auch die Kinder besonders ab? Welches sind Dinge, die sie unbedingt haben wollen, dann ihre Eltern anstacheln, ihnen das auch zu kaufen? Das muss man eben, dafür muss man ein Gespür haben und dazu muss man immer wieder mutig sein. Und Fehler machen gehört in dem Job dazu. Ich wüsste jetzt nicht, wo es nicht schön ist. Ja gut, natürlich im Keller, ne, wo es dunkel ist und kalt. Ich habe letztens von einem Kollegen gehört, das ist so das Silicon Valley vom Münsterland. Kurt Ernsting war immer jemand, der Kunst am Gebäude haben wollte. Ich kannte Kurt Ernsting sehr, sehr gut. Boah, der fang ich an zu heulen. Ich musste schon einen Roundtable abbrechen, als ich von seinem Tod erfahren habe. Kriegt sofort Schweiß nach der Hände. Er war ein herzensguter Mensch. Und aus diesen Dingen heraus hat mein Vater immer wieder neue Ideen entwickelt und sie dann auch recht zeitnah umgesetzt. Ich denke, dass Ernstings Family trotzdem das noch weiter praktiziert, wie Kurt Ernsting und Lilly Ernsting das mit Sicherheit gewollt hätten. Dieser Spirit von Bodenständigkeit und Familiensinn und Familie im weiten Sinne weiter in die Zukunft getragen wird. Eine Grundhaltung ist definitiv die des ehrbaren Kaufmann. Es geht immer darum, ein anständiges Geschäft zu machen. Alles andere hat keinen Wert. Das ist wie beim Fußballspielen zu mogeln. Selbst wenn du dann gewinnst, gehst du nach Hause und hast nicht das Gefühl, dass der Sieg was wert ist. Das lebt man ganz einfach. Aber wir verharren auch nicht im Jetzt, sondern wir denken auch an das Morgen. Sachen ausprobieren, dann daraus lernen und dann sagen, okay, das funktioniert oder das funktioniert nicht. Dass es auch nicht zu Lasten einer einzelnen Person geht. Wo können wir so unterstützen, dass wir Techniken einsetzen, dass wir hier niemanden auf Dauer verletzen oder arbeitsunfähig machen? Also wir tun ganz, ganz viel im Unternehmen, um eben auch nachhaltig zu sein. Also nicht nur in unseren Produktionsländern und am Produkt, sondern das ganze Unternehmen arbeitet an Nachhaltigkeit. Wir müssen uns wirklich Gedanken machen, was wir produzieren, in welchen Mengen wir produzieren, wo wir es produzieren. Das Thema Nachhaltigkeit in vielleicht auch Themenbereiche zu bringen, wo es noch nicht so breit aufgestellt ist und wo wir einfach Nachholbedarf auf der Welt haben. Das heißt, bei Ernstings Family wird auch sehr, sehr gerne investiert, vor allen Dingen auch in unsere Mitarbeitenden, weil das ist letztlich unsere Zukunft und da müssen wir jetzt schon die Weichen für das Morgen stellen. Von fröhlichen Familien empfohlen, ich glaube, das gilt schon seit über 50 Jahren und das wird auch die nächsten 50 Jahre weiterhin geben.